Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. In der heutigen Woche heißt es Let's Test Skullgirls. Ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel so aufzubieten hat. Ihr seht, es ist auf Deutsch eingestellt. Folgender Hintergrund. Ich habe gerade schon ein bisschen angezockt. Hab gemerkt, alles Englisch. Mein Englisch ist eine Katastrophe. Und die Tastenbewegung. Ich spiele das auf einem PC. Ich habe für den PC kein Gamepad. Und was für ein Gamepad ich für dieses Spiel bräuchte, hat sich mir auch noch nicht erschlossen. Folgendermaßen sieht das aus. Wir haben, also ich habe es erstmal umgestellt, englische, deutsche Tastatur. Das bedeutet, ich habe die Z-Taste jetzt auf Y gelegt. Ja, ein bisschen Hintergrundinfos. Und dieses Spiel wird mit 6 Tasten, mit 6 Angriffstasten gespielt und den Pfeiltasten zum Bewegen. Was für ein Gamepad hat 6 Angriffstasten? Naja, egal. Ja, dieses Spiel ist dieses Wochenende wieder auf Steam als kleiner Test zum Gratis-Download verfügbar. Allerdings muss ich leider zugeben, aus Zeitgründen kann ich es nicht rechtzeitig hochladen und raushauen. Das werde ich höchstwahrscheinlich erst Sonntagabend schaffen und ja, tut mir wirklich leid. Das Spiel wird dann nicht mehr kostenlos sein, wenn es kein Free-to-Play-Titel wird. Und aber damit ihr halt am Montag oder Sonntagabend seht, was hinter diesem Spiel steckt, das ihr euch vielleicht auch kaufen möchtet, nehme ich dieses Wochenende noch ein schnelles Letztes auf, renne da durch und haus raus, damit ihr einfach seht, okay, das ist das Spiel. Und bevor wir noch mehr Zeit verlieren, würde ich sagen, wir starten den Story-Modus im Einzelspieler, und zwar auf den Schwierigkeitsgrad normal. Ich hoffe, ich bin nicht zu schlecht für das Spiel. Aber lass mal uns überraschen. Wen haben wir denn? Wir haben Mrs. Fortune. Wir haben Peacock. Wir haben Painwheel. Wir haben Squirrely haben wir nicht. Die müssten wir uns downloaden. Wir haben Fila. Wir haben Sarabella. Valentine ist gesperrt. Parasol haben wir. Und das Double ist ebenfalls gesperrt. Ja, wen nehmen wir denn? Ich würde sagen, probieren wir mal eine Runde mit der Sexy Lady. Parasol. Also die Steuerung ist, muss ich sagen, für mich eine Katastrophe. Ich komme darauf nicht klar. Ich bin aber auch, ich habe es schon mal kurz angezockt und hier das Training gemacht und es ist aufgebaut wie Tekken. Das werdet ihr gleich sehen. Und Alter, ihr könnt meinen Kollegen fragen. Ich bin eine absolute Tekken-Lusche. Aber okay, kommen wir doch erstmal zu den Nachrichten. Guten Abend allerseits und danke fürs Einschalten. Dies sind die 5 Uhr Nachrichten für das Königreich Kanopi. Kann man mir nicht vorher sagen, dass der Reporter eine Frau ist? Okay,
Ich bin Rachel Bock. Live aus unserem Hauptstadtstudio in Kanopolis. Frank hat heute frei. Der Gute. Ich wünschte, ich hätte auch frei. Aber ich muss hier sitzen und arbeiten. Unsere Top-Story heute. Zahlreiche Meldungen von Skygürtel-Sichtungen in New Meriden veranlassten das Kunopi-Militär dazu, die Skygirl-Alarmstufe Malve auszurufen. Den Bürgern von Meridian wird empfohlen, ihre Häuser nicht zu verlassen und Verdächtiges sofort zu melden. Wie auch immer. Die neueste Inkarnation des Skygirls muss erst noch identifiziert werden. Doch laut unserer Quelle, jetzt war ich zu schnell, ist die NMPD, scheinen die NMPD haben ihre Opfer mit der angesehenen Medici-Familie zu tun. Lorenzo Medici, der prominenteste dieses mächtigen Clans, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und es wird vermutet, dass er abgetaucht sei. Nach dem siebenjährigen Jubiläum des Sieges über das vorherige Skygirl unserer Königin Nancy, möge die Dreieinigkeit ihrer Seele gnädig sein, ist das Erscheinen eines neuen Skygirls eine erschreckende Entwicklung. Auch wenn dies absehbar war, wurde unsere Nation gerade als Normalität wieder Einzug zu halten schien, erneut bis ins Mark erschüttert. Doch wir werden uns nicht geschlagen geben und uns mit aller Kraft diesem neuen Feind entgegenstellen. Darüber hinaus hat die älteste Tochter von Königin Nancy und König Franz, Prinzessin Parasol, den berüchtigten Terroristen und Gigan-Mischling, Skiptana, mit Hilfe ihrer Elite-Militäreinheit, dem Black Egrets, festgenommen. Wie bereits berichtet, hatte Skiptana die Kriegsgedenkstätte der Familie Renoir in Kanopolis angegriffen und sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Alastor in Haft. Dank Prinzessin Parasol und dem Black Egrets können sie also trotz der neuen Bedrohung nachts wieder ruhig schlafen. Gute Nacht! In diesen unsicheren Zeiten ist es gut zu wissen, dass wir uns immer auf die Stärke und Führung unserer königlichen Familie von Kanopi verlassen können. Gute Nacht und grüß Königin. Oder Göttin? Keine Ahnung. Da war ich etwas zu schnell. Wer ist Umbrella? Ist das ein Junge oder ein Mädchen da? Ich hoffe, es ist ein Junge. Mir ist langweilig. Das ist öde. Lass uns endlich gehen. Ich will Eis. Das ist garantiert ein Mädchen. Warum ist dieses Spiel nur so frauenlastig? Warum? Du warst es doch, die unbedingt mit wollte. Was hast du erwartet? Wo hat er bitte schön seinen Finger? Die. Wie auch immer. Es. Also wirklich. Sexismus in einem Spiel. Schlimm sowas. Ich hab's mir anders überlegt. Ich dachte, du würdest schocken mit deinen Sonic Boobs. Oh Gott. Okay, nochmal. Ich dachte, du würdest schocken mit... Es tut mir leid.
Entschuldigung. Es tut mir leid. Das ist so dämlich. Oh Gott, ihr verrückten Schweine, ihr. Das. Ah, okay. Puh, nochmal. Tut mir echt. Es tut mir leid. Ah, ist mir warm. Ich dachte, du würdest schocken mit deinen Sonic Boobs, Billard gucken und KFC-Kombos fertig machen. Du weißt schon, coole Sachen halt. Und nicht stundenlang miefige Gefangene anstarren. Das hier ist ein Gefängnis. Wieso sollte ich Leute, die wir bereits gefangen haben, verprügeln? Na schön. Wir werden die Sicherheit des Königreichs hinten anstellen, weil du jetzt ein Eis willst, du kleine Göre. Also wirklich, was soll ich nur mit dir machen? Wir werden gehen, sobald wir zurück im Schloss sind. Hurra! Ich wusste, dass sich die Nörgelei lohnen wird. Ah, Sonic Boobs, ich kann nicht mehr. Bist du bereit, Umbrella? Das Auto wartet schon. Was ist das für ein Regenschirm? Creepy. Mann, das wird aber auch Zeit. Mal sehen. Ich bekomme Erdbeeren und Hungern bekommt. Der Regenschirm hat einen Namen. Okay. Kommandante Parasol. Kommandanten! Rührt euch, Soldaten! Oh. Rührt euch, Soldaten! Was ist los? Alkohol! Wir erhielten Meldung, dass die neue Skull Girl Bedrohung in New Meriden aufgetaucht ist. Es fängt also an. Es tut mir leid, Umbrella. Du musst wohl noch etwas auf dein Eis warten müssen. Molly, lass die Black Eagles, Egrets, antreten. Führt Detective SG-009 aus. Was? Ach, führt Direktive SG-009 aus und macht alles bereit, um sofort nach New Meriden aufzubrechen. Endlich mal richtig Action! Ich komme mit! Umbrella, hör auf damit! Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Du weißt, dass du nicht mitkommen kannst. Es ist zu gefährlich. Was? Aber ich will dich! Was? Ach so. Entschuldigung. Was? Ich will dich und krieg doch bloß mal in Action sehen. Adam. Und nee. Adam, sorge dafür, dass Umbrella ein Eis bekommt und bringe sie in Sicherheit. Jawohl, Sir. Operation, Chocolate Dawn wird sofort unverzüglich eingeleitet, Sir. Ich will kein Eis mehr. Ich will mitkommen. Umbrella. Ich verspreche dir, dass ich es wieder gut machen werde, wenn ich mit dem Skullgirl fertig bin. Eines Tages wirst du verstehen. Nein, das sagst du immer! Jetzt sei doch nicht so. Unser Volk braucht uns jetzt mehr denn je. Du weißt, wie wichtig das ist. Die Sicherheit von Millionen steht auf dem Spiel. Ist mir egal. Immer bin ich in diesem blöden Schloss mit deinen dummen Offizieren eingesperrt. Ich hasse dich. Du Freches. Für sowas habe ich keine Zeit. Wir reden später. Egret, Abmarsch. Nach New Meriden. Jawohl, Sir. Meine Brust. Moment. Das ist Mama? Also, Eure Hoheit, Umbrella. Was das Eis angeht,
Wo möchtet ihr hingehen? Wo ist sie jetzt wieder hingerannt? Wo ist sie denn jetzt wieder hingerannt? Glaube ich. Egress, dispatch. Auf geht's, unser erster Kampf. Nach einer interessanten, langen und umfangreichen Einführung. Komm schon. Ich hab dich doch eh gleich. Na, na, na? Komm, wie dann? Haben die nur alle mit ihren Schirmen? Back to school, girl. Ladies and gentlemen, it's Showtime! Komm! Du haariges Ungeheuer, du! Take the shot! Ach, Mist. Komm. Nein. Shit. Ready, number 13. Oh, immer diese Stahlhaare. Drei Wettertaft oder was? Sieg Nummer 2. Target confirmed. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Oder was bei dir? Na, komm schon. Scheiße. Ach, komm schon. Wow, der ist auch. Das Mädel ist aber auch gut, wenn es ein Mädel ist. Sieht aber aus wie ein Mädel. Yeah. Und noch ein Sieg auf unserem Konto. Person, wir haben bestätigte Berichte erhalten, dass das Geigel in der Nähe des River King Casinos gesichtet wurde. Soll dir? Warum soll dir? Wer soll dir? Sir, Sie bestätigt. Bestimmt Soldier. Nein. Hervorragende Arbeit, Bender. Nähert euch sofort dem Ziel und zielt auf das Skalhaar. Wir haben keinen Sichtkontakt mit dem Skalhaar. Achso, wir haben keinen Sichtkontakt mit dem Skalhaar. Das Ziel wird blockiert von eurer Schwester, Prinzessin Umbrella. Was? Was macht sie denn hier? Umbrella, das ist das Geige. Komm da weg. Nein, Schwester, das ist Mama. Sie ist wieder da. Was? Was redest du da? Das ist nicht unsere Mutter. Valentine. Oh Gott, noch eine Frauenstimme. Och Mann. Muss das sein? Frauenstimme. Lass mich überlegen. Valentine. Wie könnte sich eine Valentine anhören? Boah, schwierig.
Ich darf mit den Stimmen nicht durcheinander kommen. Wirklich sehr rührend. Wer hätte gedacht, dass unsere stählerne Prinzessin eine Schwäche hat? Halt sie aus dieser Angelegenheit raus. Ich bin dein Gegner. Normalerweise würde ich dir zustimmen, aber dieses Mädchen scheint etwas Besonderes zu sein. Es scheint eine starke Verbindung zum Skullgirl zu haben, was weitere Untersuchungen erforderlich macht. Doch mach dir keine Sorgen, die Experimente sollten relativ schmerzlos sein. Und jetzt entschuldige uns bitte. Komm zurück! Das kann ich nicht zulassen, Prinzessin. Die Pflicht ruft. Keine Ahnung. Ist halt ein Double, ne? Kann alles sein. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Ready, number 13. I won't, voila. Ready, number 13. Cry, priest. Keep struck. Voila. Perfect. You pose no threat. Yeah. Das ist aber ein schlechtes Bubel. Ich sag doch, es kann alles sein. Arme Prinzessin Parasol. Ihre Mutter war ein Skullgirl. Und bald wird ihre Schwester auch ein Feind. Sage es bloß nicht, der Mond. Sie ist nur ein kleines Mädchen. Das Alter ist für das Skullgirl von keinerlei Interesse. Und? Und was? Wie du bereits vermutet hattest, trug deine Mutter das Skullgirl in sich, als sie mit deiner Schwester schwanger war. Die gute Umbrella ist bereits an die Macht des Skullgirls gewöhnt. Deshalb wird sie eine noch stärkere und furchterregende Verbindung mit ihm schaffen, als es deiner Mutter möglich war. Also ist das wahr. Aber ich werde das nicht zulassen. Das Skullgirl und seine Schwester warten unter dem ewigen Blick der Dreieinigkeit. Folge ihn. Und vielleicht kannst du sie vor dem Schicksal bewahren. Prinzessin Parasol, hier seid ihr. Unsere Späher berichten, dass es sie in der Nähe von Marblecrest bis gesichtet wurde und es Zeit in Richtung der großen Kathedrale der göttlichen Dreieinigkeit zu bewegen. Danke, Molly. Wir werden die Verfolgung sofort aufnehmen. Der Feind darf sein Ziel nicht erreichen. Boah. Geiler Hintergrund, cool gezeichnet. Das sieht mal richtig geil aus. Teilt euch auf und durchsucht die Kathedrale. Findet das Kalbe und meine Schwester. Jawohl, Sir. Scheiße, welche Stimme hatten die denn? Ach ja. Ich werde euch diese Mühe ersparen. Deine Schwester und das Skullgirl befinden sich in den Katakomben tief unter uns. Die Zeit für die gute Umbrella verrinnt. Doch es wusste, wir könnten dich nicht eingreifen lassen. Dafür wirst du bezahlen, Dämon. Aber, wenn's ein Zorn, dabei hat deine Mutter hier jeden Tag für Frieden gebetet. Das wäre sehr enttäuscht. Ich zeig dir mal gleich mal, wovon meine Mutter enttäuscht wäre. Nämlich, wenn ich gegen dich... Wo? Alter! Interessanter Kampfstil hat die Alte. Alter Schwede. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen.
Was? Was soll der Scheiß denn? Valentine? Ready, number 13. Ah, komm schon. Der kleine Schlag geht doch. Winners don't use drugs. Immer diese Szenen. Schrecklich. Nice. Du bist nicht Umbrella. Genau. Du bist nicht Umbrella. Umbrella! Was hast du hier angetan, Skyge? Marie. Mary. Wie auch immer. Ihr seht mich ratlos. Viel zu viele Frauenstimmen, Alter. Okay, kleines Mädchen. Ich habe gar nicht. Nee, die Stimme hatten wir schon. Das war ja Valentine. Ach egal. Haben die halt ähnliche Stimmen. Ich habe gar nichts getan. Sie war zu schwach, um mir das Geile selbst zu entreißen. Also haben wir gewartet. Sie erinnert mich an eine alte Freundin. Dann lass sie gehen. Das kann ich nicht. Ihre Verbindung mit dem Skylet entzieht ihr mit jeder Sekunde mehr Lebenskraft. Niemand kann das aufhalten. Wenn niemand ihren Platz einnimmt, kann sie nur noch als Skylet weiterleben. Können wir ein Eis essen, Mama? Ich werde dich vernichten, du Monster! Diese Aggressivität! Hast du nichts aus den Fehlern deines Vaters gelernt? Oh. Warum so viele Frauen? Bitte, warum? Skyge. Dumm. Ach du Schande. Deswegen heißt die also Skyge. Lass mich los. Alter. Warum kann ich den Angriff nicht blocken? Ach, ihr seid doch doof. Ja, ist klar. Alter. Die macht mich fertig. Die ist echt übel. Boah, Alter, ist die heftig. Oh. Aber alles klar, probieren wir es nochmal. Alter Schwede. Alter, warum kann ich die Attacke nicht abblocken? Das ist doch scheiße. Komm. Noch haben wir eine Chance. Noch führen wir. Yes!
Nochmal. Und nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein, 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 nein! Yes! Ja, ja, ja! Übel! Heftig! Umbrella nicht! Mutter! Umbrella, nein! Verdammt, sie ist so nah dran. Wenn ich auf das Herz schieße, wird die Explosion sie töten. Dann gibt es nur noch einen Weg. Ah, Skullheart! Ich wünsche mir, dass meine Schwester nie zum Skullgirl wird. Deine Schwester wird verschont bleiben. Und wenn die Zeit gekommen ist, wirst du ihren Platz einnehmen. Alles in Ordnung, Umbrella. Ich will Eis. Schlaf gut, Schwesterherz, denn morgen werden wir mit deinem Training anfangen. Boah, was für ein creepy Regenschirm, ey. Oh. Schön. Nicht so schön. En garde, Schwesterherz. Ja, Freunde, das war der Story-Modus von Skullgirl. In meinem kleinen vorherigen Versuch gab es eine andere Geschichte. Also jeder Charakter hat wirklich seine eigene Geschichte. Und wenn ihr alle Geschichten verfolgen wollt, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, kauft euch dieses Spiel. Als Fazit muss ich leider sagen, der Single-Mode ist nicht mein Fall. Es hat schon etwas Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt so ein Spieler, gerade bei diesem Spiel oder diesem Spiele-Genre, wozu ja auch Tekken gehört. Ich hämmer wie bekloppt auf den Tasten rum und hoffe, dass ich ein paar Hits erreiche und ja, ich sag mal, ich versuche schon zu gewinnen. Manche Sachen kann ich mir auch merken, da kriege ich auch mal ein Combo hin oder einen Spezialangriff, wenn ich herausgefunden habe, wie der geht. Klar, ich setze ihn dann auch ein, ich setze ihn auch gezielt ein, aber im Großen und Ganzen ist es, ja, ich sag mal so, meine Tastatur tut mir gerade leid.
Ja, dieses Spiel sagt ja schon der Titel auch mit Skull Girls. Also nicht Girls, sondern Girls, die Mehrzahl. Sehr frauenlastig. Und au, meine Stimme. Das war wirklich übel. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, mit Gamepad macht das richtig Spaß. Mehrspielermodus. Es gibt ja einen Versus-Modus. Das heißt, ihr könnt auch mit Freunden oder gegen Freunde kämpfen. Ich kann mir auch wirklich so richtig gut vorstellen, dass es so wie Tekken ist, mit einem Controller, mit einem Kollegen. Das macht Laune. Es wird bestimmt Sau Laune machen. Für mich jetzt alleine mit Tastatur ist das gar nichts. Ich bin ein Tastatur- und Mausspieler. Maus funktioniert bei diesem Spiel überhaupt nicht, sondern wirklich rein Tastatur. Und bis ich erstmal gemerkt habe, welche Tasten auf der Tastatur ich brauche und wie man das Spiel auf Deutsch stellt. Ja, ich sag mal, es sind bereits 2 Stunden vergangen. Wie dem auch sei, also ich muss sagen, das Spiel kriegt für meine Empfinden, für meine persönlichen Empfinden, gut. Es ist gut, doch, es ist gut. Warum ist es gut? Es ist nicht sehr gut. Nehmen wir das erstmal vorab. Es ist nicht sehr gut, weil die Steuerung. Sorry Leute, aber als Computerspieler, dieses Spiel kam auf dem Computer. Wenn ich ein Computerspiel mache, muss das mit Tastatur und meinetwegen auch mit Maus funktionieren. Es funktioniert ganz gut mit der Tastatur, aber die Tastenbeschreibung, die muss am Anfang kommen. Oder bitte, ihr habt eine Tastatur, da sind Buchstaben drauf. Dann nennt bitte auch die Tasten so wie die Buchstaben, die mit denen sie belegt sind. Also wenn LM jetzt auf einmal ein S ist, was soll das? Warum? Deswegen gibt's kein sehr gut. Was mir wirklich sehr gut gefallen hat, was mir sehr gut gefallen hat, muss ich wirklich sagen, das sind die Zeichnungen. Gerade die Hintergründe, die Artworks, also ganz großes Lob an die Zeichner. Das habt ihr echt super gemacht. Das sah richtig knorke aus. Was mir auch gut gefallen hat, das sind die Spezialattacken der Charaktere. Also, auf die Idee muss man wirklich erstmal kommen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das war schön kreativ. Davon auch, ich ziehe meinen imaginären Hut. Und was mir gefällt, ist diese wunderschöne Musik. Hört sie euch ein paar Minuten an, lasst sie auf euch wirken. Oh, herrlich, einfach herrlich. Wunderschön, wirklich wunderschön. Neben dem Story-Modus haben wir im Einzelspieler auch noch den Arcade-Modus.
Stelle ein Team zusammen und kämpfe dich durch eine zufällig generierte Herausforderung. Und genau das da unten meine ich. LK für übernehmen. Warum? Schreib doch einfach S für übernehmen. Klar, ich kann verstehen, dass ihr vielleicht diese Pseudonyme nehmt oder genommen habt, LK, MK, für den Fall, dass die Steuerung geändert wird. Aber ganz ehrlich, die Hauptsteuerung ist super. Das sind 6 Tasten auf der Tastatur, und zwar ASD, X, C und Z. Und man kann jederzeit Z durch Y austauschen, wodurch genau diese 6 Tasten von der englischen Tastatur wieder in der deutschen amerikanische Tastatur, Entschuldigung, auf der deutschen oder auf der nationalen, keine Ahnung, Tastatur übereinstimmen. Warum LK und MK? Aber egal. Meine Meinung dazu kennt ihr. Und ich schaue gerade mal auf die Uhr. Wir haben noch gut Zeit. Dann zeige ich euch jetzt noch kurz den Akkad-Modus. Und wir nehmen natürlich mal einen... Achso. Ich wollte gerade sagen, einen anderen Charakter. Und ja, Teamgröße dürfen wir uns als allererstes aussuchen. Entweder wir nehmen einen super starken Charakter oder 2 sehr starke Charaktere oder 3 normal starke Charaktere. Das hat natürlich auch Einfluss, wie wir uns da durchschnitten können. Wenn wir nur einen Charakter haben, der muss natürlich etwas stärker sein, damit, wenn wir gegen 3 Charaktere kämpfen müssen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Ich nehme mal die goldene Mitte. 2 sehr starke Charaktere, da haben wir keinen overpowered Charakter, aber auch nicht 3 Luschen. Und jetzt dürfen wir uns 2 Charaktere aussuchen. Der dritte ist gesperrt. Logischerweise. Wie nehmen wir denn da? Parasol hatten wir ja gerade. Wir könnten Valentine nehmen, wir könnten Double nehmen. Ja, nee. Nicht wirklich. Also die Cerebella nehmen wir auf jeden Fall mal, weil wir die heute halt noch gar nicht gesehen haben. Lockenload. Keine Ahnung, was das heißt. Benutzerdefinierte. Ach, das soll dann das Gamepad sein, oder was? So sieht das aus. Was ist ein benutzerdefinierte Aktion? Stürme vorwärts und HS für... Ich nehme das mal. Preschen, was? Nee. HS... Naja. Tentstark Steakhammer. Also wir können uns jetzt hier anscheinend eine Aktion aussuchen. Keine Ahnung, was das bringen soll. Nein! Ja, okay. Dann... Also oben, rechts und... Irgendwas. Keine Ahnung. Egal. Wen haben wir denn noch? Double. Parasol. Valentine. Philia. Philia, das ist die mit der 3-Wetter-Frisur. Ich glaube, Peacock haben wir auch noch nicht gesehen. Komm, nehmen wir den.
Scheiße, ich wollte eigentlich zweimal drücken. Egal. Schied egal. Wir probieren es jetzt einfach mal mit den beiden. Und sehen, was dabei rauskommt. Hang on to your hat. Let's do this in one take. Interessante Let's Mütze. Ja, ist klar. Focus. Surprise. Interessant. Ja, ich probiere noch ein bisschen aus. Oh, nice. Easy. Ah, Double. Das wüsste ich natürlich gerne, wie hier ein paar Spezialfähigkeiten, genau das. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ich gebe zu. Aber okay. C'est la vie. Auf zur nächsten Runde. Time for your curtain. Target confirmed. Everybody mind your marks. Ich finde die... Ja, tut mir leid, Parasol. Du bist zwar eine liebe, nette Kämpferin, mit der ich wirklich sehr gerne spiele, aber momentan bist du halt mein Gegner. Oder meine Gegnerin, besser gesagt. Na toll. Oh. Diese blöde Katze kann aber auch ihren dämlichen Schädel abnehmen. Das ist so unfair. Wenn ich dann wenigstens den Schädel angreifen könnte, aber nein. Alles klar. Oh, Pain Wheel. Ladies and gentlemen, it's showtime. Whoa. Whoa. Ach, Double. Ja, da konnte ich jetzt nichts machen. Komplett geblockt. Alter, wo bin ich? Das war ein kleines Problem bei Double. Dadurch, dass die sich natürlich auch in uns verwandeln kann, muss man da gucken, wer ist. Okay, die hatten bis... eine etwas höhere
Reichweite. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Aua. Yeah. Oh, das war, ich sehe gerade, das war knapp. Fast hätten wir unseren zweiten Charakter in Erscheinung treten sehen. Aber noch haben wir es geschafft. Hui. Danke. Na komm schon. Na komm. Nein! Oh. Oh, tut das weh. Mist, nicht geladen. Munition alle. Okay, das war sinnlos. Aber okay, ein Versuch war es gab. Und noch eine Runde geschafft. Verdammt sind wir. Ladies and gentlemen, it's showtime. Ach, nicht jetzt. Mietzekatje. Ja, sorry, ich bin ein Hundefreund. Du willst schon wieder. Lass mich aus der Ecke. Zeig ich dir, was ich von dir halte. Du schlechtes Stunt-Double. Dumm. Yeah. Na komm. Muhaha. Da 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 da. Verdammt sind wir gut. Das ist so geil. Das ist einfach geil. Aber langsam tun meine Finger weh. Showtime. Pack deine Flugzeuge ein. Der Einzige, der hier rumfliegt, das bin ich. Na. Komm, 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 komm. Ja, nur meins. Ha. Ha. Ha.
Player one wins. Yeah. Ja, so langsam, ne? Time for your physical. Hi, Valentine. Und jetzt haben wir wieder drei Gegner. Das gefällt mir nicht wirklich unbedingt. Aber okay. Dann müssten die einzelnen Gegner ja ein bisschen leichter sein, ne? Wow. Das war übel. Aha. Hör doch mal auf zu blocken. Na, geht doch. Das Gute. Mal nach Hause. Na, du kopfloses Ungeheuer. Player One wins. 6 Siege in Folge. Time for your curtain call. Ach, wer bist du denn? Ach, du schon wieder. Ladies and gentlemen, it's meine Güte. Du Dreckskopf. Kann ich den Kopf eigentlich auch angreifen? Wow. Rock'n'Roll, Baby! Schnell knicken, meine Kleine. That's all, folks. Yeah, baby. Oh, das Geige. Mary! Nach 18 kommt das Geige. Na, Prost Mahlzeit. Wirklich overpowered. Hat schon seinen Grund, warum die alleine kämpft. Aber ein klein bisschen können wir sie noch
schädigen, Schaden angreifen. Und damit muss unser kleiner Peacock uns mal ein bisschen aushelfen. Voll die Teleportation hier. Also, man merkt, ich habe noch nie mit dem gekämpft. Ich komme erstmal gar nicht klar. Erinnert mich so ein bisschen an Looney Tunes. Alter, und das, obwohl ich geblockt habe. Übel. Wirklich übel. Ne. Jetzt gebe ich auf. Denn unsere Zeit ist leider schon wieder rum. Oh. Aber so ist das im Leben. Meine Spielewertung kennt ihr ja bereits. Das ist ein schönes Spiel. Für Leute, die auf dieses Spiele-Genre stehen, denen das wirklich Spaß macht, auch mit 6 Angriffsknöpfen mal spielen wollen. Also, da kann ich dieses Spiel wirklich nur empfehlen. Es macht Spaß, der Story-Modus ist sehr interessant, gut umgesetzt, sehr gut gezeichnet. Wenn man wirklich nicht wirklich, wenn man kein Fan von Tekken ist, würde ich sagen, lass die Finger von dem Spiel. Wenn man ein absoluter Tekken-Freak ist, dann braucht er das. Ganz ehrlich. In dem Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es momentan, nach dieser kleinen Probeaktion weiterhin Free-to-Play ist oder ob man ein paar Euro dafür zahlen muss, weiß ich nicht, habe ich mich auch überhaupt nicht drüber erkundigt. Aber für wirkliche Fans kann ich nur sagen, kauft euch das Spiel. Investiert die paar Euro und habt Spaß am Spielen. Alles klar, mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute von euch und hoffe, wir sehen uns dann morgen im regulären Let's Play wieder. Oder vorausgesetzt, nächste Woche haben wir wieder ein kleines Special Event, nämlich also auf Steam, dass wieder ein neues Spiel zum Testen rausgehauen wird. Dann sehen wir uns spätestens in einer Woche zu einem neuen Let's Test. Bis dahin, tschüss!